Ich bin Anna Warz, ich bin Doktorandin im Institut für Pathologie und Helmholtz-Institut für biomedizinische Technologien hier an der Uniklinik RWTH Aachen. Im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit der Anwendung von Spinnenseide in der Medizin. Auf die Uniklinik RWTH Aachen bin ich aufmerksam geworden durch das Stammzellnetzwerk NRW. Forschung lebt vom Austausch und so sind Impulse aus dem Bereich der regenerativen Medizin für mich besonders wichtig. Meine Arbeitsgruppe Stammzellen in Tissue Engineering, die von Frau Professor Neuss-Stein geleitet wird, verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der mesenchymalen Stammzellen. Die Arbeitsgruppe ist sehr interdisziplinär aufgestellt und verfügt über Vorerfahrungen im Bereich Seide, sodass ich da optimal anknüpfen kann. Das Ziel ist eine optimale Trägerstruktur für die Geweberekonstruktion von Knochen auf Basis verschiedener Biomaterialien zu entwickeln. Gewebeentnahme, also für Transplantation, birgt das Risiko, dass Implantatinfektionen oder einfach auch Infektionen an der Entnahmestelle auftreten. Um diesem Problem zu begegnen, nutze ich Spinnenseide als eine Trägerstruktur und züchte darauf Knochenersatzmaterial durch mesenchymale Stammzellen. Wir arbeiten mit der Seide der tropischen Seidenspinne, da ihre Seide besonders günstige biomedizinische Eigenschaften aufweist. Sie ist chemisch äußerst stabil, elastisch und sehr robust. Sie ist zugfester als Stahl sogar und ultraleicht. Die Gewinnung der Spinnseide und Herstellung der Webrahmen ist sehr aufwendig. Daher bekommen wir Expertise, was die Haltung angeht und die Zucht vom Tierpark und Fossil in Bochum und dem Aquazolabek-Museum Düsseldorf. Daher fahre ich mehrfach die Woche von Aachen nach Bochum oder nach Düsseldorf, um da die Spinnen zu melken. Die Spinnenseide-Webrahmen, die nehme ich dann mit zu uns in die Uniklinik, in die Pathologie. Und da werden die dann weiterverarbeitet. Das heißt, auf die Spinnenseide werden Stammzellen ausgesät, die sich dann zu Knochenzellen entwickeln. Wir arbeiten auch noch mit einem zweiten Biomaterial, mit Fischhaut, die wir gerade auf die Fähigkeit hin für osteogene Differenzierung testen und eben als Matrix für Lungenendothel. Mein Forschungsprojekt ist ja sehr interdisziplinär angesiedelt. Also es bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Orthopädie, Unfallchirurgie, Zellbiologie, Pathologie, Kieferorthopädie und Pneumologie und betritt mit seinem interdisziplinären Ansatz Neuland. Und genau das macht es besonders spannend, dass wir halt bestimmte Sachen erforschen, die vorher noch keiner untersucht hat. Hätte ich Angst vor den handtellergroßen Spinnen, wäre die Arbeit sicherlich so nicht möglich. Eine besondere Lieblingsaufgabe habe ich nicht. Also die Arbeit im Labor macht mir genauso viel Spaß wie mit den Spinnen. Besondere Highlights in der Laborarbeit sind zum Beispiel die jeweiligen Termine am 2-Photonen-Mikroskop oder Konfokalmikroskop. Das sind immer die Momente, wo sich bewahrheitet, ob wir forschungsmäßig auf dem richtigen Weg sind. Das 2-Photonen-Mikroskop ist etwas ganz Besonderes hier an der Uniklinik. Es ermöglicht uns, dass wir die Spinnenseideproben, also durch mittels Laser, Technik die verschiedenen Ebenen durchscannen können und schauen können, zum Beispiel, wie weit wandern die Zellen in die Spinnseide rein und wie sind die verteilt und wie angesiedelt. Jeder Tag ist im Prinzip anders, aber genau das macht es ja so abwechslungsreich und mich auch glücklich in der Arbeit. Mit anderen Augen sehe ich die Spinnen eigentlich nicht, seit ich mich wissenschaftlich mit der Thematik beschäftige. Ich war von Kindesbeinen an fasziniert von Spinnen. Ich liebe Spinnen auch, das kann ich so ganz uneingeschränkt so sagen. Für mich hat das immer eine sehr beruhigende Wirkung, wenn ich eine Spinne auf der Hand habe. An Spinnen fasziniert mich die Art und Weise, wie sie ihre Netze bauen. Also wenn man sich vorstellt, dass man mehrere einzelne Fäden zu einem Zentimeter Durchmesser zusammenlegen würde, könnte man eine Belastung von 8 Tonnen halten, also so viel wie 2 ausgewachsene Elefanten, bis die Seide reißt. Und das zeigt halt einfach, wie zug- und reißfest die Seide ist. Das fasziniert mich dann. Also es ist ein Wunderwerkstoff der Natur.